Willkommen zu einem kleinen Rundgang über die Floriade in Almere in den Niederlanden. Ja, auf der Floriade gibt es Blumen, aber weniger als manch einer erwarten dürfte, denn auf der Floriade geht es um das Leben im Einklang mit der Natur. Deshalb stehen hier beispielsweise auch Tiny Houses, also Minihäuser, in denen wir vielleicht in der Zukunft einmal leben. Aber erstmal einen Überblick verschaffen. Das macht man am besten mit der Seilbahn, die quer übers Gelände führt. Kernstück sind bei der Blumenexpo aber die Länderpavillons, wie hier der von Italien mit Orangen und Zitronen im Garten. Katar zeigt einen kleinen Turm, der vertikal, also an den Wänden, bepflanzt ist. Vielleicht passiert das schon bald auch bei unseren Wohnhäusern. Eine Japanerin zeigt Blumensteckkunst. Thailand wirbt mit einem Blumenpavillon für Reisen in das asiatische Land. Und Deutschland hat einen der größten Pavillons. Auch hier geht es um Klima und um Nachhaltigkeit. Kinder können spielerisch zum Thema etwas erleben. Aber auch Currywurst gibt's im deutschen Restaurant im Pavillon. Die Floriade findet noch bis Oktober 2022 in Almere statt. Das ist eine Vorstadt von Amsterdam. Mehr Infos in meinem Blog colorfulcities.de. Mehr Videos aus aller Welt in meinem YouTube-Channel. Einfach den Abonnieren-Button drücken.